Usman lässt alle Originalnotizen und Koranmanuskripte einsammeln und verbrennt sie. Und alle sind fröhlich und leben glücklich miteinander bis zum Ende ihres Lebens in einem der islamischen Dschihad-Feldzüge. Ganz so einfach war das nicht. Wir sagen, der Koran ist fehlerfrei. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Keine Harmonisierungen, keine Veränderungen, uns ist nichts bekannt. Und übrigens, das ist jetzt ein wohlbekanntes, offenes Geheimnis. Wir finden redaktionelle Veränderungen, wir finden Interpolationen, wir finden Harmonisierungen, wir finden grammatikalische Veränderungen. Diese Probleme werden jetzt zum Mainstream. Was ist das? Was geht hier vor sich? Das sollte niemals öffentlich angesprochen werden. Als Uthman den Befehl zur Sammlung und Vernichtung aller Korane gegeben hatte, sagte Ibn Masud: Behaltet eure Korane. Wie kann man mir befehlen, die Lesart von Said zu benutzen, wo ich vom Munde des Propheten gelernt habe, 70 Suren zu zitieren? Was denkt Ibn Masud eigentlich, wer er ist? Der beste Koranexperte? Ja. Abdullah ibn Masud berichtete, dass er zu seinen Gefährten sagte, sie sollten ihre Kopien des Korans verbergen und sagte weiter: Wer etwas verbirgt, muss das bringen, was er am Tag des Gerichts verborgen hatte. Und dann sagte er: Nach wessen Art der Rezitation befiehlst du mir zu rezitieren? Tatsächlich rezitierte ich vor Allahs Gesandtem mehr als 70 Kapitel des Korans. Und die Gefährten von Allahs Gesandtem wissen, dass ich das Buch Allahs besser verstehe, als sie es tun. Und wenn ich wissen würde, dass jemand ein besseres Verständnis hat als ich, wäre ich zu ihm gegangen. Shakik sagte: Ich saß in der Gesellschaft der Gefährten Mohammeds, aber ich hörte niemanden, der dies ablehnte, das heißt seine Rezitation, oder daran etwas auszusetzen hätte. Also alle anwesenden Gefährten Mohammeds haben Ibn Masud anscheinend recht gegeben. Klar, Mohammed hat das ja auch selbst so gesagt. Daueranwerber versuchen, die islamischen Massen und nichtsahnende Ungläubige zu überzeugen, dass Ibn Masud sich dann aber eines Besseren belehren ließ. Dass Ibn Masud im Nachhinein natürlich sich in die Reihen der Prophetengefährten eingegliedert hat. Ja? Gut. Also hat er seine Haltung geändert? Wie ging das denn genau vor sich? Als Ibn Masud Einwände gegen das Verbrennen der anderen Kodizes des Korans erhob, nahm Uthman ihn mit Gewalt aus der Moschee, schlug ihn zu Boden und brach ihm eine seiner Rippen. Das hätte viele überzeugt angesichts eines islamischen Kalifen, bei dem das Schwert recht locker in der Scheide saß. Liebe Muslime, sieht so Allahs wundersame Bewahrung aus? Und mit seiner Weigerung war Abdullah ibn Masud nicht der Einzige. Auch Ubay, ein weiterer der Männer, von denen Mohammed ausdrücklich befohlen hatte, dass die Muslime den Koran von ihnen lernen sollen, weigerte sich. Ich wusste, dass Christen mit Abdullah ibn Mas'ud kommen. Bro, wenn Abdullah ibn Mas'ud hier wäre, er würde euch zu Grund und Boden dekonstruieren. Ja? Und Ubay ibn Ka'b derselbe. Abdullah ibn Mas'ud hatte sein eigenes Exemplar, aus dem er rezitiert hat und gelernt hat. Und wir wissen, dass er neben den Suren und neben den Versen auch Hadithe hinzugefügt hat. Als Lernprozess. Wir wissen, dass er auch Tafsir-Erklärungen dieser Verse hinzugefügt hat. Wir wissen auch, dass sogar beispielsweise Bittgebete hinzugefügt wurden, weil das sein persönlicher Mushaf war. Ubay weigerte sich hartnäckig, irgendeinen Teil des Korantextes aufzugeben, den er direkt vom Propheten erhalten hatte. Ubay, so wird uns gesagt, wollte nichts von der Doktrin der Rücknahme eines Teils des Korantextes wissen. Also Ubay, der Meister des Korans, hat sich nicht nur geweigert, Teile seines Korantextes aufzugeben, er hat auch die Lehre der Abrogation völlig abgelehnt. Was mir auch einleuchtend scheint, ein Gott, der heute so sagt und morgen so, was soll das? Heute ist Alkohol ein Wunderzeichen, morgen ist es ein Teufelswerk. Naja,
Und auch Abu Musa war nicht bereit, von seiner unterschiedlichen... Das heißt, der Koran ist unverfälscht und original, genauso eins zu eins wie vor 1400 Jahren. Wir haben immer gesagt, der Koran ist Strich für Strich, Wort für Wort und so weiter gleich. Ich meine natürlich völlig einheitlich bewahrten, Koranversion abzulassen. Sie hatten einen Mushaf, den Uthman geschickt hatte, der ihnen befohlen hatte, ihren Koran damit in Einklang zu bringen. Abu Musa erklärte, dass alles, was in seinem Mushaf stand und was in Uthmans Mushaf fehlte, nicht weggelassen werden sollte. Alles, was in Uthmans Mushaf steht und in seinem eigenen fehlte, sollte hinzugefügt werden. Hudaifa fragte, was ist der Sinn all unserer Arbeit? Niemand in dieser Region wird die Lesart dieses Sheikhs, also Abdullah, aufgeben. Und niemand jemenitischer Herkunft wird die Lesart von Abu Musa aufgeben. Also zwischen den Musahif, den Koranen der Gefährten, und dem völlig identischen Einheitskoran Uthmans gab es solche Unterschiede, dass man sich hingesetzt hat, um fehlende Dinge hinzuzufügen und hinzugefügte Dinge wegzulassen. Und das war richtig Arbeit. Liebe Muslime, sieht so Allahs wundersame Bewahrung aus? Was zeigen die islamischen Schriften? Dass der Koran stets einheitlich war? Oder dass eure Dawa-Missionare lügen? Dass sich die Balken biegen? Seht ihr, dass die islamischen Quellen stets von perfekter Einheitlichkeit und wundersamer Bewahrung bis zum letzten Wort, bis zum letzten Buchstaben sprechen? Ich sehe das auch nicht. Da muss man schon Dawa-Anwerber sein, um die islamischen Quellen und Gelehrten im Sinne von perfekter Bewahrung zu verstehen. Macht das was mit euch, wenn euch eure Islamprediger belügen nach Strich und Faden? Und dass es erstmal Christen braucht, die euch zeigen, was tatsächlich in euren Büchern steht, weil eure Gelehrten und Propagandisten nicht bereit sind, euch die Wahrheit zu sagen? Das Beschämendste finde ich ehrlich gesagt, dass ihr sie so weitermachen lasst und nicht kräftig in die Mangel nehmt. Scheint euch wenig auszumachen, wie die euch veralbern. Von der traurigen Realität der islamischen Umma zurück zum amüsanten Märchen von der Bewahrung des Korans. Weigerung und Korrekturen hin oder her. Sowohl Uthmans Koran als auch dessen Kopien als auch die lokalen korrigierten Versionen sind später wiederum durch Muslime vernichtet worden. Bei einer weiteren Sammlung und Vereinheitlichung des immer und stets völlig einheitlichen Korans. Aber dazu ein andermal mehr. Vergiss nicht, den Achso-Kanal zu abonnieren. Liebe Muslime, sieht so Allahs wundersame Bewahrung aus? Mein Vorschlag, such dir ein anderes, ein echtes Wort Gottes, einen echten Weg ins Paradies, einen echten Propheten und einen echten Gott. Mein Vorschlag, Jesus. Schnapp dir eine Bibel, als Buch oder auf dem Handy und schau, was er dir zu sagen hat. Und bis zum nächsten Mal kannst du gerne hier auch noch einige Videos zum Thema Überlieferung der Bibel anschauen. Denn auch bei diesem Thema wirst du von deinen Dawa-Gandisten fleißig belogen.